Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing heute mit dem Film bzw. mit der Trilogie zu The Dark Knight. Ja, der dunkle Ritter ist zurück in dieser Christopher Nolan Trilogie. Ja, und kommt hier in dieser 5er Disc Special Edition auf Blu-ray. Auf dem Cover sehen wir hier das Batman-Logo, das Batman-Zeichen. Ja, dieser Film, ihr wisst ja, ich bin ein Fan des ersten Teiles. Das liegt auch daran, dass ich dann, hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich im Kino war und als ich rausgekommen bin, es war Vollmond und ich dachte, der Joker springt gleich von der Ecke, aus der Ecke. Und das hat mich so geprägt, Freunde. Da war ich noch Teenager. Und ich bin einfach ein Fan des ersten Teiles. Und ich finde, dass das der beste Batman-Film ist, den es je gemacht wurde. Die weiteren Teile 2, 3 und 4 sind auch sehr gut. Und dann kommt halt diese Nolan-Trilogie, die auch sehr gut ist. Ja. Wobei, mein Bro, der ist ja Batman-verrückt und der holt sich alles, was mit dem spitzohrigen Fledermaus-Helden zu tun hat. Deshalb habe ich ihm mal diese Blu-ray-Box geholt. Denn wir haben zusammen mit meinem Bro in The Dark Knight Rises sind wir im Kino gewesen. Und das ist auch der einzige Film, den ich aus dieser Trilogie komplett gesehen habe. Die anderen beiden noch nicht richtig, nur so beim Vorbeiseppen mal ein paar Minuten gesehen. Ansonsten nicht so mal komplett hingesetzt. Ich habe es versucht, Freunde, ich habe es nicht geschafft. Weil, ich sag mal so, man vergleicht es halt mit dem ersten Batman-Teil und die haben mich jetzt nicht so besonders gepackt. Gut, in diesem dritten Teil war ich halt, weil mein Bro da unbedingt hin wollte und wir sind dann zusammen da reingegangen und er war total begeistert, ja, und dachte, als der Film zu Ende war, es wird bestimmt einen neuen Batman-Film geben, der wird dann Robin heißen. Naja, dann kam halt diese Batman vs. Superman und so weiter Teile hinterher. So, dieser Film, der ist 2005 rausgekommen, 2008 und 2012. Dann 2013 wurde diese Box herausgebracht und ich werde jetzt nicht die ganze Story vorlesen, die könnt ihr euch so mal reinziehen. Ja, so. Das ist der erste Teil, also Begins, dann The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Was mir auffällt, die Filme werden immer länger. 140 Minuten, 153 und 164 Minuten. Das Logo oder das Cover, da denke ich doch direkt an das PS2-Spiel, das sehr, sehr gut war. Von Batman Begins. Ja, so. Also, von den Sprachen her hat Begins Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch in 5.1. Dark Knight hat die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch. Ja, und Dark Knight Rises hat dann folgende Sprachen: Deutsch, Englisch, Thailändisch, Spanisch, Italienisch, Französisch. Wow, Thailändisch, das ist ja mal interessant. Dann haben wir noch Untertitel, jede Menge. Und wie gesagt, neben den drei Filmen sind noch zwei Discs dabei, die sind dann, denke ich mal, als Bonus. So. Jetzt packen wir das gute Stück mal aus, was mich übrigens 14,99 bzw. mit dem Gutschein 13 Euro und ein paar Zerquetsche gekostet hat.
Mein Bro hat das schon auf DVD, aber der ist so crazy über Batman. Habe ich ihn gefragt, ja, überlässt du mir den Film oder möchtest du den haben? Er sagt so, nee, ich möchte den doch haben auf Blu-ray. Gerne doch, weil er weiß, dass ich lieber die ersten vier Teile habe als diese drei, aber gut. So, dann haben wir es mal ausgepackt. Was sind das für Fingerabdrücke hier drauf, ey? Ist das meine oder? Komisch. Naja. Aber ihr seht, es wird sofort fingerabdrückig. Ja, der Schuber, der ist ziemlich dünn, muss ich sagen. Da hätte man ein bisschen dicker machen können. Warner, ja. So, da haben wir die Box. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das aufgeteilt ist. Ja, so kennen wir das von Warner. Ich meine, die bringen bei manchen Serien auch diese interessanten Boxen raus. Sogar mit mehr Disc. Wie so eine normale Hülle eigentlich. Ist zwar ein bisschen dicker als eine Blu-ray-Hülle, aber trotzdem. Jede Disc hat ihren Platz. Das ist Begins. Das ist... Moment... 2 Okay, ach so, Moment. Ich schätze mal, Begins ist normal und dann haben wir hier Dark Knight. Das ist der Film, soweit ich sehe, weil es steht auch nicht drauf. Und dann haben wir hier die Bonus-Disc, weil hier steht ein 2. Mit dem Joker, der auch sehr gut ist, aber mein Favorit ist natürlich der Joker von Batman 1. Und dann die beiden Dark Knight Rises, wo der Titel jetzt hier steht, Spielfilm und Specials. Warum nicht gleich so, warum, ja, hätte man auch drauf. Gut, hier sind die, hier ist nur das Logo drauf, da gefällt mir das vom Design her besser, aber... Man hätte zum Beispiel hier irgendwie den Titel noch rein drauf drucken können. Ansonsten gefällt mir das Design her sehr gut. Auch vom Beginn sehr gut. Das vom Design her ist, ja, es geht in Ordnung. Aber zumindest stehen hier drauf, was das für Discs sind. Ja, 5 wunderbare Blu-rays. Und vielleicht setze ich mich mal hin. Und werde mal alle drei Filme hintereinander anschauen. Vielleicht ändert sich meine Meinung, wie gesagt. Ich finde die, wie gesagt, mein Bro, der findet die super geil. Ich dagegen, naja, wenn man die ersten vier Teile gesehen hat, dann geht man so mit ein bisschen Skepsis an diese Teile hier. Aber das liegt auch daran vielleicht, dass ich mir die erstmal komplett anschauen sollte. Allein schon das Batmobil, Freunde, von... Ich weiß, ich erzähle viel von Batman 1 mit Michael Keaton, aber das Batmobil von 1, so ein schnittiger, geiler Wagen, und von Dark Knight, eine Mischung aus Motorrad oder was soll das sein? Naja, gut, Freunde, langer Rede, kurzer Sinn, Dark Knight Trilogie als Blu-ray. Das war das Unboxing, ich hoffe, es hat euch gefallen. Grüße gehen raus an meinen Batman-Crazy-Bro und an alle Batman-Fans da draußen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.